Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute wieder ganz besonders, die Eva Lamprich hier an meiner Seite sitzen zu haben. Hallo liebe Eva, schön, dass du hier wieder mit dabei bist online. Hallo Silke. Und mit der Eva habe ich ja schon letztes Jahr ein sehr interessantes Video hochgeladen. Das war, glaube ich, im November. Und ich hatte ja letztes Jahr bei der Eva zwei Sitzungen. Die Eva ist nämlich zertifizierte Soul-Hypnose-Therapeutin und die Soul-Hypnose, das ist so eine Mischung zwischen klassischer Hypnose und psychischer Energiearbeit und dann arbeitet man mit dem Unterbewusstsein und es gab einige Themen, die ich gerne angehen wollte, die ich so selber nicht in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft habe aufzulösen und da hat die Eva mir sehr gute Dienste sozusagen, ja, Dienste geleistet. Also das waren zwei sehr interessante Sitzungen und wir hatten schon in dem Video, was ich letztes Jahr hochgeladen habe, das verlinke ich auch oben in den Infokarten, hat mir auch sehr ausführlich über die Soul-Hypnose gesprochen, was es genau ist, wie Eva arbeitet, für welche Probleme diese Soul-Hypnose geeignet ist. Und da sind wir ein bisschen darauf eingegangen. Es ist ein bisschen längeres, aber auf alle Fälle sehr interessantes Interview. Und heute wollen wir über einen Teilaspekt der Soul-Hypnose sprechen. Und zwar ist es in jeder Hypnose der Fall, dass durch die Trance, in die Eva dann die Klienten versetzt, die Klienten entweder ganz früh zurück in ihr frühkindliches Leben gehen oder die kommen dann in der Situation raus, wo sie im Bauch sind oder bei der Geburt. Aber ganz oft passiert es eben auch, dass die Menschen in früheren Leben herauskommen. Und ich weiß ja auch, dass das für viele, sage ich mal so, erstmal sehr befremdlich klingt, weil die meisten denken, wir leben hier nur einmal auf der Erde. Man wird geboren, man lebt sein Leben und dann stirbt man und dann ist alles vorbei. Ich hatte ja auch schon, ich weiß nicht, in den letzten ein, zwei Jahren ein Video hochgeladen, wo ich davon berichtet habe, was ich durch meine Kinder gelernt habe. Und durch meinen Jüngsten bin ich zum Beispiel auch darauf gekommen, mich mehr so mit Wiedergeburt, mehreren Leben hier auf der Erde oder auch woanders zu beschäftigen, weil mein Jüngster mich mal gefragt hat, wer vor mir seine Mama war. Der hat es bei mir so ein bisschen angetriggert. Und so beschäftige ich mich auch schon ein paar Jahre damit. Und so war ich natürlich auch sehr gespannt auf die Soul-Hypnose, weil ich ja wusste, dass es auch in Richtung Rückführungen gehen kann. Und ja, Eva, möchtest du noch mal was, du hast mir ja auch schon einiges darüber erzählt, möchtest du für die Zuschauer noch etwas, was diese Rückführung, es gibt ja verschiedene Bereiche, wo man, sag ich mal, rückgeführt wird. Möchtest du noch gern dazu was sagen, wo man raus kann bei der Hypnose? Fall richtig gesagt, also man kann entweder in einer Situation rauskommen, die aus diesem Leben ist, ne? Also wahrscheinlich natürlich schon vor der Problematik entstanden und am ehesten in der Kindheit, weil man eben von der Geburt an, man sagt so streng genommen bis 2 Jahre, aber ich würde sogar ein bisschen weiter ausdehnen, bis 5 Jahre auf diesen 2 Hertz schwingt auf dieser Frequenz. Das ist das gleiche wie in der tiefen Trance. Und oder eben aus der Zeit in der Schwangerschaft mit der Mutter im Bauch. Da gibt es auch einige Situationen, wo sowas entstehen kann. Oder dann eben in dem Leben davor. Ne? Und dann gibt es nochmal 2 andere Möglichkeiten sogar, wenn ich die erwähnen darf, also in anderen Dimensionen. Also das ist nicht, dass mir das nicht auch schon vorgekommen ist, dass Menschen sogar in anderen Galaxien oder auf anderen Planeten sich wiedergefunden haben. Und das sind ja keine Dinge, die ich jetzt heraufbeschwöre, sondern die selbst dann später im Nachgespräch die Leute sagen, war das jetzt, habe ich das jetzt wirklich gerade alles so gesagt und so. Also eben in einer anderen Dimension oder andere Lebensform außerhalb der Erde oder in einer Zwischenebene, also nicht wirklich mehr irdisch, lebendig, inkarniert, fleischlich so, aber auch noch nicht ganz auf die andere Seite gewechselt. Da gibt es dann Situationen, wo die Leute sich eben lebendig begraben plötzlich fühlen oder nicht den Übergang geschafft haben, weil sie durch Entsetzen oder durch Schreck, durch Plötzlichkeit, Unfälle, allerlei, dann eben noch nicht diesen ganzen Transfer vollzogen haben. Oder auch in dies, also sozusagen wie so in so einem eingefrorenen Zustand sich befinden oder so. Ja? Also frozen irgendwie so. Mhm. Bei mir war es ja so, also ich würde mal sagen, so vor 20 Jahren war ich auch eher so der wissenschaftliche Typ. Fakten, Beweise, da war mir sowas eher
ein bisschen befremdlich, wenn ich das, glaube ich, gelesen hätte. Und es ist ja auch so, du sagst, deine Klienten kommen ja eben, was du schon erwähnt hast, auch in, so, also in Phasen raus, in ihrer, aus in ihrer Kindheit oder auch Geburt, im Bauch der Mutter. Und sowas kann man ja auch immer nachweisen meist, wenn man die Eltern oder die Mutter fragt, sag mal, hast du dich in der Schwangerschaft, hattest du mal ganz große Angstzustände oder bei der Geburt? Mhm. Wie war die Geburt für dich? Ich habe das und das, war das und das? Ich habe das bei der Hypnose, das und das erfahren oder in der frühkindlichen Phase ist mal das und das passiert. Das kann man ja alles nachfragen und ist ja eigentlich beweisbar. Meistens, aber auch nicht immer. Manchmal ist die Mutter ja auch ums Leben gekommen oder früh verstorben oder so. Aber interessant ist, wenn die Leute dann dieses erfahren aus der Geburtszeit, also aus der Geburtserfahrung, dass selbst die Mütter oft aus Erschöpfung oder weil einfach doch, es ist ja schon ein sehr aufregender Moment, das auch vergessen haben, aber dann mit der Mutter vielleicht nochmal drüber sprechen und die sagt, das ist ja mal interessant, jetzt erinnere ich mich wieder, aber das habe selbst ich irgendwie gar nicht mehr in Erinnerung. Aber es stimmt, was du sagst, ja. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn das wirklich in bestimmten Fällen wirklich auch nachweisbar ist wieder, dass das so war, was deine Klienten in der Hypnose erfahren, wieso soll dann nicht das stimmen eben, wie manche sagen, das ist alles Quatsch mit in anderen Dimensionen oder einer Zwischendimension oder einem anderen Leben, das ist Quatsch, sowas gibt es nicht. Aber wieso sollen dann diese Rückführung, wo man wirklich in ein anderes Leben herauskommt oder einer Zwischendimension, dann nicht stimmen? Man kann sie halt nur erstmal nicht beweisen, aber... Das ist auch, glaube ich, speziell in unserer westlichen Welt noch so dunklen oder damit sind wir einfach nicht aufgewachsen, aber in Indien und Südostasien und so weiter, da ist das ja ganz normal. Also da geht man auch zum Astrologen, lass gucken, die gucken wirklich, also es ist wirklich so ein Vorgehen, dass die auch oft die Familie dann suchen, wo das Kind vorher gelebt hat und dann erinnern die sich auch wieder, die gehen straight in ihr Zimmer, da wo sie waren oder wissen, da an dem Fluss, da neben dem Haus, da bin ich ertrunken, da gibt es x Dokumentationen darüber. Also für die ist das nichts, was man beweisen müsste. Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele erstmal sehr befremdlich ist, das wirklich zu glauben oder sich das vorzustellen. Also dafür muss man schon ein bisschen seinen Horizont erweitern, ne? Wirklich mal so dieses, mit was man, wie man so konditioniert wurde, gerade du sagst in der westlichen Welt, dass man ein bisschen ablegen und einfach mal bestimmte Konditionierung aufbrechen, um sich das einfach auch vorzustellen, dass das möglich ist. In einem heutigen Video, also wird ja zwei Teile dazu geben zur Rückführung. Ich hatte ja auch zwei. Wir wollen in den beiden Videos über meine Rückführungen sprechen, über die erste Rückführung heute und über die zweite Rückführung im nächsten Video. Das wird auf alle Fälle noch spannend. Und bei mir war es ja so, die erste Rückführung, da war ich ja ein bisschen, sage ich mal, enttäuscht von mir selber, weil ich wollte unbedingt in alte Leben. Ich weiß, es gibt ja eine bestimmte Phase in meinem Leben oder in eine bestimmte Zeitepoche, zu der ich mich schon als Kind hingezogen gefühlt habe. Und das habe ich dir gesagt, Eva, das möchte ich gerne. Ich möchte das unbedingt abklären. Und bei der ersten Hypnose war das so ganz anders, als ich erwartet hatte. Aber es war gut. Ne? Im Nachhinein war es total gut, sonst wäre die zweite Rückführung so nie möglich gewesen. Das war für mich erstmal ein bisschen verwirrend, weil ich tatsächlich bei der Hypnose in so einer Zwischendimension rausgekommen bin. Und ich weiß noch, wie du gefragt hast, welches Geschlecht, welchen Körper oder was ich anhabe. Nee, ich habe dich gesagt, hast du einen Körper? Das war mir mal, also ich mir wollte erst mal wissen, ob du überhaupt in dem Zustand, wo du dich befindest, überhaupt in einem Körper bist. Hm. Genau, und dann erst habe ich gefragt, okay, bist du männlich oder weiblich? Und das konntest du mir auch nicht wirklich beantworten. Das mein, ich habe weder noch irgendwie so, ne? Ja, total. Also eigentlich so ein bisschen überfordert in der Trance, so ein bisschen. Weil ich glaube, ich bin in der ersten Rückführung auch nicht so tief in Trance gegangen, weil ich bin eigentlich auch so ein Typ, der sehr gern die Kontrolle über sich hat. Ne? Und das dann auch abzugeben, so, vielleicht spielte das auch mit rein. Das waren wahrscheinlich verschiedene Punkte. Ich glaube nicht, dass du nicht in einer tiefen Trance warst, weil ich das ja auch sehen kann von außen. Da gibt es ja doch eindeutige Anzeichen von der Augenbewegung, von der Haut, dass sie so wie gestrafft, so wachsig aussieht. Aber natürlich ist das ein Zustand, wo man sich ja auch bisher noch nicht befunden hat, jetzt in deinem Fall. Und das muss man auch erstmal erst mal klarkommen, ne? Ein bisschen überfordert und zweifeln, weil ich es irgendwie anders erwartet habe. Es war auf alle Fälle faszinierend.
mal so ein bisschen über seine Grenzen hinauszugehen und das zu spüren, was er gespürt hat. Es war auf alle Fälle befreiend. Ich kann mich auch erinnern, wir sind ja bestimmte Themen auch noch abgegangen in diesem Leben, was mir passiert ist. Habe ich ja auch in der Soul-Hypnose erwähnt, die zwei Traumata in meiner Kindheit. Die hatte ich ja auch besprochen. Und da sind bei mir auch auf alle Fälle einmal die Tränen geflossen. Also war das schon mal befreiend für mich. Und genau in dieser Zwischendimension weiß ich noch, ich habe mich leicht gefühlt. Ich hatte keinen Körper, kein Geschlecht. Ich war eins. Es war wie so eine lichtvolle, leicht goldene oder bernsteinfarbenes irgendwas. Es war so unbeherrbar. Aber ich weiß noch, dass ich mich ganz leicht, diese Leichtigkeit, dass ich gedacht habe, oh, so könnte ich jetzt hier bleiben. Weil es war so ähnlich wie dieser, du hast doch mit mir am Anfang diesen energetischen Platz gemacht, um mal zu schauen, ob ja, so ein bisschen, da kommt ja eine leichte Trance. Und da bin ich ja auch so geschwebt, diese Leichtigkeit. Aber es war doch noch ein bisschen anders als dann direkt in der Hypnose. Und das hat mir sehr gut gefallen, diese Leichtigkeit. Also ich wäre da auch drin geblieben. So. Das war ja auch die Krux, dass es dir dort sehr gut gefallen hat. Das ist auch immer eine Frage, weil manche Leute fühlen sich schwebend, leicht, ohne Körper. Aber die Frage ist immer, fühlst du dich wohl in diesem Zustand oder unwohl? Ne? Und daraufhin frage ich dann weiter, warum fühlst du dich nicht wohl oder warum fühlst du dich wohl? Und in deinem Fall habe ich natürlich gemerkt, das ist jetzt ein Zustand, wo du nicht verlassen möchtest. Ja? Aber du bist ja jetzt in einem fleischlichen Körper. Also wäre es gut, wenn du dich jetzt zumindest für diesen Moment oder für diese Erfahrung jetzt doch für eine Seite entscheiden würdest. Und das ist ja auch das, was wir dann gemacht haben, dass du deinen Körper und dein Leben annimmst. Mhm. Seitdem glaube ich, das musst du jetzt aber eher sagen, hat sich ja auch da was verändert. Ne? Also, dass du dich schon jetzt besser in deinem Körper wahrnimmst. Mhm. Ja. Und also, diese Erfahrung jetzt auch bewusst annimmst und sagst, gut, es ist ja eh nur für einen gewissen Zeitraum und dann entscheide ich wieder neu. Aber jetzt spiele ich das so wie mit allem, was dazugehört. Und genieße es und gehe nicht in Widerstand. Na, so. Du hast mich wie richtig wieder reingerückt, so eingerenkt oder so. Nicht, du selbst. Ja. Ich habe, glaube ich, jetzt gesagt, oder die Frage dabei ist dann immer jetzt habe ich den Faden verloren, glaube ich, durch das. Gehen wir nochmal zurück, warum das so wichtig war. Ja, weil es ist einfach wichtig, dass du deinen Körper eben annimmst, dass du das Leben annimmst. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Am besten, wir machen jetzt mal weiter, damit, wahrscheinlich wird es mir dann wieder einfallen. Ich habe immer so viel in meinem Kopf. Ah, ja, aber was noch, jetzt fällt mir doch noch was ein. Und zwar, was das Wichtige ist, ist, dass meistens diese Menschen, also es kommt immer mal wieder vor, dass sowas passiert, ja, dass man sich eben noch nicht ganz für diese Verfleischlichung sozusagen entschieden hat oder da vielleicht noch hadert wegen irgendetwas, weil es halt so schön in diesem Zustand war, dass die Menschen oft entweder so ein Getrenntgefühl von oben und unten haben, also so ab der Mitte des Körpers, also oft sich denken, dass oben und unten die zwei Teile, die da fließt nicht so richtig, oder kalte Füße, kalte Hände, das sind oft so Hinweise, dass man nicht richtig in dem Körper angekommen ist. Das kann aber verschiedene Ursachen haben. Ne? Das muss man dann einfach rausfinden durch diese Fragestellung, die wir machen. Dann habe ich dir auch noch gesagt, ich habe als Kind immer kalte Hände gehabt. Mhm. Aber vor allem kalte Hände. Und ich wusste nie, warum. Mhm. Immer sind ja auch Freundinnen von mir, warum hast du immer so kalte Hände? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, es war schon immer so. Ne? Und dann hast du das dann eben gesagt, wenn man nicht so richtig verhaftet, verwurzelt ist, kann das eben auftreten. Bei der ersten Hypnose war es ja auch so, da gibt es ja eine bestimmte Fragetechnik und dann muss man sich bestimmte Dinge vorstellen oder auch bestimmte Dinge sehen und das ist bei mir immer so zerflossen, das hat sich nicht so richtig aufgebaut. Das war manchmal so ein bisschen zäh. Und so umso erstaunlicher war es, nachdem ich mich selber wieder hier verwurzelt habe, beziehungsweise mich so angenommen habe, bei der zweiten Rückführung war es genau das Gegenteil, bei der zweiten Hypnose. Mhm. Dann konnte ich alles so ganz strahlend sehen und so deutlich und das war so intensiv. Und deswegen hast du ja gesagt, na, ohne die erste Hypnose oder die Rückführung, die Hypnose wäre das zweite gar nicht so möglich gewesen, so intensiv. Und es ist ja so, ich frage ja, also wir haben zwei Möglichkeiten, wo dein Unterbewusstsein dich hinführen kann, entweder zur größten Belastung, damit entscheidet aber das Unterbewusstsein ganz
von selbst, was jetzt für dein jetziges Leben die größte Belastung darstellt, ne? Sei sie jetzt aus diesem Leben, aus der Zeit mit der Mutter im Bauch oder eben davor. Oder man hat die Möglichkeit, zu einer Ursache zu gehen. Aber das ist dann eher, wenn man eben aktuell ein zentrales Thema hat, wie jetzt zum Beispiel Brustkrebs. Und natürlich hat derjenige auch andere Themen. Aber im Moment geht es jetzt um Leben und Tod vielleicht. Und dann möchten wir wissen, was ist jetzt die Ursache oder der Ursprung von dieser Krebserkrankung. Aber bei dir war eben bei der allerersten Hypnose die Frage, die größte Belastung. Und dann hat dich dein Unterbewusstsein genau zu dem geführt. Weil diese zweite Hypnose, die wir gemacht haben, war offensichtlich nicht so fulminant wichtig jetzt, wie jetzt eben als allererstes mal überhaupt dein Leben anzunehmen und deinen Körper und ja. Und ich habe ja auch vor der ersten Hypnose habe ich ja auch so einen Bogen ausgefüllt, so einen ausführlichen Fragebogen. Und dann bin ich ja mal ganz tief in mich gegangen und habe ja vieles reflektiert, so aus meiner Kindheit, Jugend, die letzten Jahrzehnte. Und dann habe ich dir auch gesagt, da haben wir auch dann noch drüber gesprochen, dass ich schon als Kind immer das Gefühl habe, ich bin hier falsch. Dieses nicht verhaftet, nicht verwurzelt, ich bin hier irgendwie nicht so richtig, ich gehöre irgendwo woanders hin. Ich habe mich immer so, das waren aber Prozesse, die ganz so tief in mir sich abgespielt haben, und da habe ich nie darüber geredet. Also erst mit dir eigentlich oder dann später vielleicht mal als junger Erwachsener, dass ich das mal im Gespräch mit Freunden mal so erwähnt habe, aber ich habe noch nie mit jemandem so ausführlich darüber gesprochen, als wie mit dir, ne? Durch diese Hypnose und durch dieses Vorgespräch, da kommt man so ganz sehr in die Tiefe. Und das war wirklich auch sehr heilsam für mich, da auch, wie gesagt, wieder in meinen richtigen, meinen Körper anzukommen. Und auch bei der zweiten Rückführung bin ich ja auch in zwei alten Leben rausgekommen. Damit habe ich ja auch Frieden geschlossen. Da war ja auch immer so eine Schwermut. Das, da werden wir dann noch im zweiten Teil berichten. Das ist definitiv auch, hat sich auch verändert. Ne? Hat sich das dann auch verändert, dieses Ich fühle mich gar nicht am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in der richtigen Familie. Ich bin wie so ein... Das hat sich geändert. Ich bin hier zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das war ja auch, nach der ersten Hypnose, kann ich mich noch erinnern, da saßen wir bei uns hier im Garten und da haben wir nochmal darüber gesprochen und ich war irgendwie so total erstmal so, ja, so, das ist ja schon auch eine Anstrengung für beide, ne? Für dich genauso anstrengend, weil du da ja auch mit rein so... das mitfühlst so, aber auch für mich das erstmal alles zu fassen, was da gerade bei mir passiert ist. Und du kannst dich ja erinnern, wir hatten ja dann auch darüber gesprochen, wir sind dann drauf gekommen, weil ich ja auch in der Hypnose gesagt habe, oh, ich fühle mich, diese Leichtigkeit ist so schön, ich fühle mich so leicht. Und diejenigen, die meinen Kanal ja schon seit Jahren verfolgen, die werden auch wissen, dass für mich immer diese Leichtigkeit und das Entgiften und dieses Befreite, dass für mich das auch immer ein wichtiges Thema ist, in diese Leichtigkeit zu kommen. Und Eva, du kannst dich erinnern, wir hatten ja dann ausführlicher darüber gesprochen, warum das vielleicht, weil viele das auch nicht verstanden haben, bist du mal mit Entgiften und Fasten und mit der Leichtigkeit und dies und das, dass viele das nicht so verstehen. Und dann ist mir vieles so klar geworden, woher das kommt, diese Leichtigkeit zu wollen, ne? So mich mit Essen nicht so zu erden und was ich dir damals gesagt habe, dass das dein, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber dass es so der Versuch war, zumindest so leicht wie möglich zu werden, ja? Also um sich wieder diesen Zustand irgendwie anzunähern, ja. Und ich habe ja in dieser Hypnose diese geniale Leichtigkeit gespürt, die ich ja so hier auf der Erde nicht spüre. Und ja, ich versuche das irgendwie dem nachzueifern oder das wieder zu erreichen. Mhm. Und ich meine, wenn man sich auch mal die heutige Zeit anguckt, wir leben halt nicht mehr in einer Welt auf einer Erde wie die Menschen vor 500 Jahren oder noch länger, die total unbelastet ist. Ne? Die Welt ist nun mal hier so belastet mit Chemikalien, Pestiziden, also mit Stoffen, die einfach nicht in unseren Körper gehören. Auch über Nahrungsmittel, Kosmetika, auch die Strahlung, die hier herrscht, ne? Durch WLAN und jetzt 5G und dies und das. Das kann ja auch einen Einfluss auf den Körper nehmen. Und deswegen, weil viele immer sagen, warum bist du immer so am Entgiften? Ne? Und deswegen habe ich immer das Gefühl, da die Entgiftungsorgane zu unterstützen, mich ein bisschen leichter zu machen und wieder in diese Leichtigkeit reinzukommen und wieder diese Leichtigkeit zu führen. Und das war für mich eine sehr, sehr interessante Erkenntnis, so sehr tiefgreifend. Weil dahin sollten wir uns ja auch schon letztendlich entwickeln. Also ich denke, warum macht man die Erfahrungen hier eigentlich, um wieder zu diesem Liebe, also um wieder zu dieser Liebe zu werden, mit allem, was dazugehört, nicht so zu tun, sondern tatsächlich freundlich zu werden, mitfühlend, ja, empathisch und natürlich damit auch in die Leichtigkeit zu kommen. Das kann man ja von vielen Ecken machen. Ich finde es ja auch nicht verkehrt, überhaupt nicht, auch auf seine Ernährung zu achten. Mhm. Na, das gehört dazu. Und
man sollte sich ja dahin entwickeln, dass wir immer qualitativ hochwertigere Entscheidungen treffen können. Das finde ich so, dass wir immer bewusster werden, dass unsere Entscheidungen einfach immer hochwertiger werden und damit auch aus dem Drama aussteigen. Und da müssen wir uns immer entlasten aus allen möglichen Dingen oder ja, leicht machen. Das hast du nochmal schön gesagt, liebe Eva. Das war ja fast wie ein Schlusswort für den ersten Teil. Also wer sich für Eva interessiert, für die Arbeit mit Eva, ich verlinke auf alle Fälle Evas Webseite unter diesem Video beziehungsweise im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr Interesse an der Solhypnose habt, dann meldet euch bei Eva. Ja, du hast ja da auch ein Kontaktformular, ne? Komm, ja. Okay. Genau. Kontaktformular, anrufen, E-Mail, wie auch immer. Muss ich ganz normal melden. Und im zweiten Teil werden wir über die Rückführung in zwei Leben sprechen. Das wird einmal sehr dramatisch und einmal ist es wunderschön, weil ich tatsächlich in dieser Zeitepoche herauskomme, wo ich mich schon als Kind hingezogen gefühlt habe, wo auch viele Emotionen mit einhergehen und viel Schwermut, und das konnten wir auch soweit auflösen. Da werden wir dann im zweiten Teil darüber sprechen. So, ihr Lieben, ja, ich hoffe, euch hat dieses Video, diese Inspiration und dieses Thema gefallen. Lasst uns gerne eure Gedanken, Meinungen, Erfahrungen, wenn ihr schon auch so ähnliche Erfahrungen gemacht habt, lasst die gerne unter diesem Video. Wir sind sehr gespannt und ich freue mich auf einen regen Austausch unter diesem Video. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Zeit. Der zweite Teil wird auch zeitnah in den nächsten ein, zwei Wochen folgen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.